Super, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird, mit Maske etwas vorzutragen. Ich habe das jetzt noch nie machen müssen. Und ja, ich bin gespannt, wie man da so durchkommt. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Lichtenwagner. Ich habe Politikwissenschaft an der Uni Wien studiert. Derzeit bin ich tätig im Bereich Kunstrückgabe, das heißt die Rückgabe von Kunstwerken, die die Republik zu Unrecht besitzt und an die ursprünglichen Erben, denen sie während dem Nationalsozialismus entzogen worden sind, zurückgegeben werden müssen. Da bin ich tätig für die israelitische Kultusgemeinde und für das zuständige Bundesministerium. Davor war ich an der Uni Wien. Institut für Staatswissenschaft, im Zuge eines Drittmittelprojektes zu politischer Gewalt in Wien, politischer Gewalt des Nationalsozialismus und des Austrofaschismus, das Plakat geheißen Politics of Remembrance. Und wir haben da die Erinnerungslandschaft der Stadt Wien erfasst, wo das eben dokumentiert ist. Genau. Damit soll auch schon übergeleitet sein, wie ich eigentlich zu diesem Thema komme, mich mit politischen Kennzeichen, verbotenen Symbolen, nationalsozialistischen Symbolen zu beschäftigen. Nicht nur habe ich mich beschäftigt mit den Gedenktafeln, die eben im Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus oder Austrofaschismus errichtet worden sind, sondern auch mit den Denkmälern und den dort darauf befindlichen Symbolen, die in direkter Folge des Nationalsozialismus, das heißt bei Gräbern oder Gedenktafeln, die eben an Nationalsozialisten oder nationalsozialistische Organisationen gedenken, wie sich da das rechtlich verhält. Das heißt, dürfen diese Gedenktafeln, Sie sehen da am Bild zwei Beispiele, eins für den Reichsarbeitsdienst und das andere für ein Grab für einen hochrangigen Nationalsozialisten, die eben beide mit nationalsozialistischer Ikonografie oder Symbolen, einmal mit dem Logo des Reichsarbeitsdienstes und einmal mit der Lebenskrone, spielen oder sie eben verwenden und anführen, wie das sein kann, dass diese Symbole im öffentlichen Raum sichtbar sind und ob man da nicht etwas dagegen tun kann, ob man da selber etwas tun kann oder ob der Staat bzw. die Exekutive, die Zweite Republik Möglichkeiten hat, gegen solche Symbole oder die Verwendung vorzugehen. Das hat zu einer Beschäftigung mit dem Verbotsgesetz und mit dem Abzeichengesetz geführt. Und zum ersten Mal habe ich mir dann Urteile oder Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs angeschaut, die eben solche Urteile behandelt haben. Und habe dann für die Zeitschrift Juridicum einen Artikel dazu geschrieben und später dann auch nochmal einen Tagungsband im Zuge einer Tagung 2018 an der Uni Wien. Das Relevante oder wesentlichste Kennzeichen der Beschäftigung mit den verbotenen nationalsozialistischen Symbolen ist, dass es keine taxative, also vollständige Liste der verbotenen Symbolen gibt. Es kann immer nur hergeleitet werden aus früheren Urteilen, aus verschiedenen Strafen, aus der Literatur. Und an sich kommt die Liste der verbotenen Symbolen kommt von den nationalsozialistischen Organisationen selbst. Das heißt, will man gegen politische Symbole des Nationalsozialismus vorgehen, muss man sich per se mit den nationalsozialistischen Organisationen selbst beschäftigen, wissen, was ist eine nationalsozialistische Organisation oder was könnte eine sein. Das heißt, hier ist Strafverfolgung oder politische Einschätzung, was ist es für ein Symbol, ist sehr eng verzahnt mit zeithistorischer Forschung, um eben diese Symbole als solche erfassen zu können. Ich finde die Debatte zu diesen beiden Gesetzen, Verbotsgesetz und Abzeichengesetz oder generell die antinationalsozialistischen Gesetze, die in der Zweiten Republik beschlossen worden sind und zur Anwendung kommen,
spannend, weil sie ob ihres Zeitpunkts des Beschlusses oder des Inkrafttretens natürlich auch immer eine Debatte nachzeichnen. Gesetze fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden vom Bundesgesetzgeber im Parlament beschlossen. Und bis das ein Gesetz dorthin kommt, also es einen Regelungsbedarf gibt, dauert es meistens sehr lang, wie wir alle wissen. Das heißt, irgendwo muss ein Auslöser gewesen sein oder eine zeitlicher Konnex, warum diese Gesetze eben geschaffen worden sind. Diesen Prozess, wie es zu diesen Gesetzen gekommen ist, zum Abzeichengesetz und insbesondere zum Verbotsgesetz, werden wir eben auch anschneiden, weil man auch aus diesen Debatten oder aus diesen Auslösern etwas über die Zweite Republik, den Umgang in Österreich mit dem Nationalsozialismus lernen kann. Sie sehen hier einen Überblick über die Gesetze, die wir uns heute im genauer bzw. ganz kurz anschauen werden. Es ist das Verbotsgesetz, das Uniformverbotsgesetz, das EGVG, das Abzeichengesetz und das Symbolegesetz und auf einer Metaebene auch den Staatsvertrag. Sie sehen, ich habe es da dann nochmal dazu geschrieben, das Abzeichengesetz wird das Relevantere sein, womit wir uns heute beschäftigen. Es verbietet die Darstellung, das Zeigen, das Verbreiten von NS-Emblemen oder NS-Symbolen. Und das Verbotsgesetz auch, aber insbesondere das Symbolegesetz verbietet die Darstellung diverser anderer Symbole, zum Beispiel IS, Al-Qaida, Grauwölfe etc. Ganz kurz einen Überblick, damit man sieht, mit was man es eigentlich zu tun hat. Die Gesetze fallen in recht unterschiedliche Zuständigkeiten. Sie sind die zwei obersten Gesetze, Verbotsgesetz und Uniformverbotsgesetz, fallen in eine staatsanwaltliche, das heißt in eine gerichtliche Zuständigkeit. Es prüft eine Staatsanwältin und später geht der Akt zum Gericht und dort tagt ein Geschworenengericht und trifft ein Urteil oder einen Freispruch. Und dann gibt es eben das Abzeichengesetz, das EGVG und das Symbolegesetz. Die fallen in den direkten Zuständigkeitsbereich der Polizei, die den Sachverhalt aufnehmen und den direkt weitergeben an die Verwaltungsstrafbehörde. Das ist am Land, salopp gesagt, die Bezirkshauptmannschaft und in der Stadt oder in Städten die Landespolizeidirektion, wie zum Beispiel in Wien oder in Steyr. Sie sehen auch, der Strafrahmen fällt recht weit auseinander. Meistens Geldstrafen im Bereich des Verbotsgesetzes, aber die sehr hohe Strafdrohung von 10 Jahren, die selten erreicht wird. Aber nichtsdestotrotz ist eine Verwaltungsstrafe mit ein paar hundert Euro, weil meistens geht das nicht sehr hoch hinauf, im Verhältnis zu einer Maximalstrafe von 10 Jahren Haft schon sehr weit auseinandergefallen. Sie sehen auch, dass das Uniformverbotsgesetz noch Schilling, österreichische Schilling als Strafrahmen angeführt hat. Das macht in der Strafordnung im Grunde nichts. Es gibt aber schon ein bisschen einen Hinweis darauf, dass das Gesetz eigentlich nicht mehr verwendet wird. Die letzten Urteile liegen ein paar Jahrzehnte zurück. Ich habe dann auch dazu geschrieben, da den Verfall, das bedeutet, dass das Objekt, mit dem diese Tat begangen wird, zum Beispiel eine Hakenkreuzbinde oder ein Handy, mit dem Symbole verschickt werden, beschlagnahmt werden können und verfallen. Das heißt, der Staat nimmt sie an sich und entweder veräußert sie oder er vernichtet sie. Noch ein zweiter Vergleich, wo man ein bisschen die Zeitachse sieht, wie sich diese Gesetze, die Zweite Republik in Kraft gesetzt hat, um eben mit diesem Fortwirken des Nationalsozialismus und dem Neonazismus umzugehen, wie die zeitlich zueinander stehen. Also Sie sehen wieder zuoberst das Verbotsgesetz und das Uniformverbotsgesetz, die eben 45 bzw. 46 geschaffen worden sind. Direkt nach dem Nationalsozialismus, das Verbotsgesetz sogar, eines der ersten Gesetze, die von der provisorischen Staatsregierung 1945 in Kraft gesetzt worden sind. Und dann eben später, ich habe es dann eingezeichnet,
nach dem Staatsvertrag, also dem Staatsvertrag von Wien, mit dem Österreich seine Unabhängigkeit erreicht hat, und die eben die Gesetze, die nach dieser oftmals historisch und politisch sehr aufgeladenen Linie oder ab diesem historischen Zeitpunkt der nationalstaatlichen Selbstständigkeit geschaffen worden sind. Das erste eben das Abzeichengesetz, das eben insofern 5 Jahre nach der Erlangung des Staatsvertrags nicht mehr unter sogenannter, unter Anführungszeichen, alliierter Kontrolle oder auf Wunsch oder Drängen des Alliierten Rates beschlossen worden ist, sowie Verbotsgesetz und Uniformverbotsgesetz, sondern in nationalstaatlicher Selbstständigkeit. Man sieht dann auch noch die zwei Novellen. Das Abzeichengesetz wurde eben einmal novelliert und das Verbotsgesetz 92 auch nach langem Ringen. Das jüngste Gesetz in dieser Gruppe und ist das Symbolegesetz. Und es gehört auch nicht so ganz klar und eindeutig zu den antinationalsozialistischen Gesetzen hinzu. So viel schon mal als Spoiler. Ich werde dann nachher nochmal im Detail darauf eingehen. Bitte. Ich habe es noch nie gesagt. Das EGVG bedeutet Einführungsgesetze für die Verwaltungsstrafgesetze. Ein fürchterlicher Titel. Es ist später, kommt es nochmal ausgeschrieben hin. Das merkt sich kaum jemand, auch die meisten Polizisten nicht. Zum Staatsvertrag. Im Staatsvertrag steht unter Artikel 9, unter dem Titel Auflösung narzisstischer Organisationen, verpflichtet sich Österreich gegenüber den Staatsvertrag gegebenen Nationen, immerwährend die Bemühungen fortzusetzen. Sie sehen es eh, aus dem österreichischen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben alle Spuren des Narzissmus zu entfernen und die Organisationen, narzisstische militärische Tätigkeit und Propaganda in Österreich hintan zu halten und effektive Strafnormen zu entwickeln, die das eben verhindern. Dazu zählen einerseits eben das Verbotsgesetz und das Uniformverbotsgesetz. Und man sieht, auch nach dem Staatsvertrag wird diese Verpflichtung eben durch den Erlass von zusätzlichen Gesetzen eingehalten gewissermaßen und setzt sich eben bis heute durch, eben dass diese Gesetze mehr oder weniger effektiv, mehr oder weniger forciert und gut ausgebildet auch wirklich umgesetzt werden. Ganz kurz nur, einfach damit Sie es mal gehört haben, das Uniformverbotsgesetz. Es ist wirklich nicht das wichtigste Gesetz. Es ist wirklich nur darum gegangen, dass direkt nach 1945 die Kriegsheimkehrer, das heißt die Wehrmachtssoldaten, die von irgendeiner Front zurück nach Österreich geströmt sind und noch keine Zivilkleidung hatten und noch in ihrer Wehrmachtsuniform herumgelaufen sind, dass diese Wehrmachtsuniformen aus dem Stadtbild oder aus dem Gesellschaftsbild entfernt werden. Das heißt, es war eigentlich eine sozialpolitische Maßnahme, zu sagen, okay, die Uniform der verbrecherischen Wehrmacht soll im Stadtbild nicht mehr auftauchen. Es ist verboten, bitte holt euch eine Zivilkleidung, eine sonstige Kleidung. Und es hat dann auch eben eigene Stellen gegeben, wo diese Kleidung getauscht werden hat können. Das heißt, es ist weniger ein politischer Vorgang als ein sozialer Vorgang. Aber der Wunsch eben auch da schon des Bundesgesetzgebers und der Gesellschaft, diese Wehrmachtsuniformen eben aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Das Verbotsgesetz ist da schon sehr viel wichtiger und haben Sie auch sicher schon in der Zeitung gelesen, Berichte darüber gelesen. Das kommt einfach sehr oft vor. In der medialen Logik ist Verbotsgesetz immer spannend, weil es hat immer irgendwas mit Nazis zu tun und einer hohen Strafdrohung. Insofern schafft es im Gegensatz zu anderen Verfahren meistens dann doch irgendwie in die Zeitung hinein. Aber wirklich auskennen tut sich niemand damit. 1945 wurde das Verbotsgesetz damals noch als Nationalsozialistengesetz beschlossen. Es war das wichtigste und zentralste Gesetz zur Entnazifizierung.
Das heißt, um die Gerichte, die Staatsanwalten, insbesondere auch die Schulen von aktiven Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten frei zu bekommen. Die wurden als erstes Mal dienstfrei gestellt und in einem ausführlichen Verfahren herausgefunden, ob es sich um Täter und Täterinnen handelt oder Minderbelastete, die wieder in den Staatsdienst übernommen haben werden können. Während es in den ersten Jahren eben ein Gesetz war, um diese Entnazifizierung auf personeller Ebene voranzutreiben, hat das Gesetz ab dem Staatsvertrag und insbesondere ab 1957, wo es dann eine Generalamnestie gegeben hat der Bundesregierung, hat sich der Schwerpunkt des Verbotsgesetzes ausschließlich auf die Verfolgung der Wiederbetätigung verschoben. Also als erster Personalpolitik des Staates sozusagen und dann Verbot oder Verfolgung der Wiederbetätigung in der Zweiten Republik. Das hängt natürlich auch zusammen, diese Entnazifizierung, mit dem Wunsch der großen Parteien, insbesondere ÖVP und SPÖ, in dieser Zeit 45 bis 55 die Wählerstimmen der ehemaligen Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen an sich zu ziehen. Die waren am Markt sozusagen und durch die offensive Rücknahme der Entnazifizierung hat man um diese Stimmen gebuhlt, um eben dann bei den ersten Nationalratswahlen entsprechende Ergebnisse zu erzielen. 1992 hat es einmal eine Novelle gegeben, weil schon immer das Problem war, dass im Gesetz die Hemmschwelle der Anzeige und der Verfolgung eben so hoch war durch den hohen Strafrahmen. Da hat man versucht, den Strafrahmen einmal runterzusetzen. Und dann hat es noch verschiedene andere Veränderungen gegeben. 1955 sind die Geschworenen gekommen und 1950 wurde die Todesstrafe abgeschafft, die aber eh nie zur Anwendung gekommen ist. Ganz kurz zum Aufbau des Verbotsgesetzes. Wir brauchen für unsere Betrachtung des Gesetzes, wir konzentrieren uns heute auf den Paragraph 1 Verbot der NSDAP, weil der die Basis für das Abzeichengesetzes ist, um herauszufinden, na, welche Symbole sind denn verboten, welche Organisationen sind denn eigentlich verboten. Ganz kurz schauen wir uns aber auch den 3G und den 3H an. Wenn es heute ein Verfahren wegen dem Verbotsgesetz gegen Personen gibt, dann ist das nahezu immer 3G oder 3H. Die anderen Strafnormen werden eigentlich kaum mehr angeklagt, geschweige denn verurteilt. Sie sehen, in Paragraph 1 steht eben sehr knapp zusammengefasst, dass die NSDAP und alle ihre angeschlossenen Organisationen verboten sind. Es werden da auch die SS, die SA und zwei weitere Organisationen angeführt. Es ist dann aber im Detail gar nicht so einfach herauszufinden, das habe ich schon angedeutet mit dem Verweis oder der Verschränkung mit der zeithistorischen Forschung, herauszufinden, welche Organisation gehört denn da wirklich dazu. Gehört der Nationalsozialistische Lehrerbund wirklich zur NSDAP oder ist das eine Organisation, die halt irgendwie mitgemacht hat, aber eigentlich nicht nationalsozialistisch ist? In dieser Unterscheidung, welche Organisation gehört zur NSDAP und ist mitverboten und welche nicht, scheiden sich sehr oft die Geister. Insbesondere, und das ist auch eine Fortwirkung der schleppenden oder versäumten Entnazifizierung, weil dadurch, dass allen Österreichern oder sehr vielen Österreichern und Österreicherinnen gesagt worden sind, naja, eure Tätigkeit war ja gar nicht so schlimm, glauben die natürlich alle, sie haben ja gar nicht zur NSDAP gehört. Also dabei verschränken sich sehr viele Vorgänge der Nachkriegszeit. Schlussendlich ist es so, dass rund 50 Organisationen zur NSDAP zu zählen sind, also tatsächlich sehr viele. Und wie es im Gesetz auch heißt, alle nationalsozialistischen Organisationen und Einrichtungen überhaupt sind verboten. Ich werfe es da ganz kurz hin. Ich trinke einen Schluck und Sie können mal durchscrollen, welche Organisationen eben alle dazugehören.
Bitte. Wo du gesagt hast, der Strafrahmen wurde umgesetzt, wurde hier die maximale Zahl, also quasi jetzt sind es 10 Jahre, früher war es mehr, oder wurde sozusagen der Rahmen, dass man auch weniger strafen kann, weil es gibt sozusagen von bis. Also was wurde da verändert? Es wurde der maximale Strafrahmen verändert und somit auch die Grundlage der Beurteilung. Wenn es, sagen wir, ein minderschweres Delikt ist, dann ist das immer in Relation zu setzen. Und somit wurden alle Urteile runtergesetzt, wenn der Maximalrahmen runtergesetzt wird. Aber ich bin kein Jurist, das war jetzt nur, das ist nur meine saloppe Auskunft. Zum 3G, wie gesagt, wenn heute etwas nach Verbotsgesetz angeklagt wird, dann ist das nahezu immer der 3G. Es ist ein sogenannter Auffangstraftatbestand. Es werden konkrete Taten normiert in den Vorparagraphen, wie man sich nationalsozialistisch betätigen kann. Und wer sich eben sonst wie nationalsozialistisch betätigt, fällt in den 3G als Auffangstraftatbestand rein. Hier ist dann auch schon ein erster Verweis auf die NS-Symbole und Devotionalien. Wenn sich jemand nationalsozialistisch wieder betätigt, dann kann die Anwesenheit von Runen als Tattoo oder als Anhänger, einschlägige T-Shirts, eine Adolf-Hitler-Büste im Wohnzimmer, eine Hakenkreuz-Bettdecke, die an sich nicht verboten sind oder wenn sie zum Beispiel keine Öffentlichkeit haben, können aber trotzdem in Verfahren als Indiz dafür verwendet werden, sagen wir nach einer Hausdurchsuchung, und können dann im Verfahren nach 3G als Beweis dienen, dass eben dieser Täter oder diese Täterin zu verurteilen ist. Also da gibt es schon einen Zusammenhang und einen ersten Hinweis auf die Symbole. Bitte. Die Frage war, wenn ich mich richtig erinnere, der Ulrich Seidel hat diesen Film gedreht im Keller, über österreichische Keller, und ich glaube, es war ein Keller im Burgenland und da haben sich halt immer wieder 4 Leute getroffen und dieser Raum im Keller war voll ausgestattet mit sämtlichen NS-Devotionalien, die man finden kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe den Film nie gesehen und dann war, glaube ich, einer war bei einer politischen Partei und der hat dann irgendwie ein Problem gekriegt, ob er noch im Gemeinderat sitzen darf. Und wie es ausgegangen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Es ist aber ein guter Hinweis, weil das Treffen zu viert in einem Keller und die Anwesenheit von NS-Devotionalien ist kein Problem, weil es keine Öffentlichkeit gibt. Das heißt, kaum jemand sieht etwas davon und es findet kaum eine Werbung statt, wenn da nicht jeden Tag 50 Leute durchgeleitet werden, dann findet da kaum ein Austausch mit der Öffentlichkeit statt. Aber der Film hat das dann eben verändert und zurück zur Frage, wie kann man so sein? Ja, das hat da strafrechtlich sicher dann schon den Unterschied gemacht. Aber wie es ausgegangen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste man nachschauen. Wenn wir noch eine Pause haben, kann man das vielleicht nachschauen. Genau, ganz kurz zum Verhältnis Verbotsgesetz als gerichtlicher Straftatbestand und den anderen Gesetzen, Abzeichengesetz, Symbolegesetz und so weiter, als Verwaltungsstrafen. Die stehen in einem ganz klaren Hierarchieverhältnis. Das gerichtliche Verfahren geht immer vor. Das heißt, solange nach Verbotsgesetz ermittelt wird, kann nicht nach einer Verwaltungsstrafe verfolgt werden. Und die sogenannte Subsidiarität schließt auch aus, dass es 2 Strafen wegen derselben Sache gibt. Drum eben der Vorrang der höheren, der gerichtlichen Strafe. Zum Vorsatz. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Verbotsgesetz. Zu jeder Straftat gehört der Vorsatz, das heißt, das salopp formuliert, das Wissen um die Strafbarkeit und das Wollen, diese Straftat zu begehen. Genau. Wie schon gesagt, es ist ein staatsanwaltliches bzw. gerichtliches Verfahren. Das heißt, es gibt ein Vorverfahren des Staatsanwalts oder der Staatsanwältin.
da wird geprüft, gibt es überhaupt eine Verurteilungswahrscheinlichkeit. Wenn es keine gibt, muss es schon vorab eingestellt werden. Und schlussendlich eine weitere Hürde, warum Verbotsgesetzverfahren in Österreich dermaßen oft eingestellt werden, beziehungsweise nicht mit einer Verurteilung enden, ist die mangelnde Rechtsbelehrung der Geschworenen. Verbotsgesetzverfahren sind immer mit Geschworenen. Die werden vom Richter nochmal eigens gebrieft, bevor sie ihr Urteil fällen, schuldig oder nicht schuldig. Und diese Rechtsbelehrung ist, ich kann das selber nicht sagen, aber die Experten, Expertinnen berichten das oftmals, diese Rechtsbelehrung der Geschworenen ist mehr als mangelhaft. Und darin ist wohl auch ein Grund zu finden, warum es so viele Freisprüche gibt. Ganz kurz zum EGVG. Es wurde schon gebeten, das auszuführen. Da steht es jetzt nochmal genau, wie es das Gesetz ausgeschrieben heißt. Das EGVG ist sozusagen das kleine Verbotsgesetz. Wenn der Vorsatz fehlt für eine nationalsozialistische Wiederbetätigung, dann fällt es ins EGVG. Der Gesetzgeber hat es beim Beschluss des Gesetzes auch Wiederbetätigungskleinkriminalität genannt. Und das Beispiel, was in der Literatur verwendet wird, ist zum Beispiel das Verteilen von nationalsozialistischer Propaganda vor Schulen. Und genau, es fehlt eben die, wie es genannt wird, die Erheblichkeit, dass das wirklich jetzt Wiederbetätigung, das heißt wirklich in die Richtung geht, in NSDAP wieder zu gründen und so weiter, beziehungsweise der Vorsatz fehlt eben dazu und es wurde eben quasi die kleinere Variante des Verbotsgesetzes eingeführt. Der große Vorteil des Verwaltungsstrafverfahrens im Verhältnis zum gerichtlichen Verfahren ist, dass ein direktes und schnelles Einschreiten von Exekutive und sonstigen Beamten möglich ist. Das heißt, die können den Sachverhalt feststellen, aufnehmen und sofort eine Strafe aussprechen. Das ist nicht anders wie bei einem Vergehen nach StVO. Da kommt auch nicht der Staatsanwalt oder die Richterin, sondern der Polizist stellt das fest, sagt, es ist kein gerichtliches Verfahren, sie bekommen das eine Strafe, gegen die man natürlich Einspruch erheben kann und so weiter. Also der Rechtsschutz ist gegeben. Der Vorteil ist eben die direkte Konsequenz. Dann kommen wir zum eigentlichen Brocken, das ist das Abzeichengesetz, das die, nochmal Wiederholung 1960 beschlossen, das relevanteste und wichtigste Werkzeug der Zweiten Republik und des Staats ist, um nationalsozialistische Symbole zu verfolgen. Es steht eigentlich nahezu alles, was man wissen muss, im Paragraph 1 drinnen. Diese Abzeichen einer in Österreich verbotenen Organisation dürfen weder getragen, zur Schau gestellt, dargestellt oder verbreitet werden. Zu diesen Abzeichen, was eben ein bisschen ein älterer Begriff ist, sind auch alle Embleme, Symbole, Kennzeichen etc. Zu sehen. Es geht dann noch weiter, dass es eine eigene Bestimmung gibt, was die Ähnlichkeit betrifft. Das heißt, wenn ein Symbol zwar nicht exakt das nationalsozialistische Symbol ist, aber so ähnlich ist oder insbesondere geschaffen worden ist, um nicht das Originalsymbol zu sein, sondern die Strafbarkeit zu umgehen, dann ist es automatisch auch verboten. Dann gibt es eine interessante Ausnahme, verschiedene Ausnahmen, einerseits was Orden betrifft und andererseits was aufklärerische, zum Beispiel Verwendung in Museen und so weiter betrifft, da kommen wir dann auch später noch hin. Und ganz am Schluss nochmal der Hinweis, dass es eben auch wieder eine Verwaltungsübertretung ist, also Landespolizeidirektion oder Bezirksverwaltungsbehörde. Genau, dann nochmal ganz kurz, also der Paragraph 1, rechts sind eben ein paar Beispiele angeführt, insbesondere Symbole, wie man sie sich 1960 vorgestellt hat, wie sie eben tatsächlich ausschauen, also direkte Überbleibsel des Nationalsozialismus, die einerseits auf Flohmärkten, in österreichischen Kellern oder sonst wo zu finden sind und die der Gesetzgeber und die Gesellschaft eben loswerden wollte, beziehungsweise unterbinden wollte, dass diese verbreitet werden
oder dass diese angeschaut werden können. Also Abzeichen, Uniformen und Uniformteile, das heißt nicht nur Dinge, die man wohin stellen kann, sondern auch Dinge, die man tragen kann, anziehen kann, sich umhängen kann, sich anstecken kann. Und sämtliche Embleme, Symbole, Kennzeichen. Und in der Regierungsvorlage, also im Erklärungstext während des parlamentarischen Verfahrens, kommt dann eben nochmal vor, praktisch alle in Betracht kommenden Gegenstände, die sich Organisationen bedienen. Das ist natürlich dann schon wieder eine Deutungsfrage, so wie immer bei juristischen Themen. Was ist ein Gegenstand, den sich eine Organisation bedient? Während dem Nationalsozialismus hat es keine Kugelschreiber oder Feuerzeuge gegeben, ich weiß es nicht. Heute auf jeden Fall. Organisationen bedienen sich heute Kugelschreiber und Feuerzeuge, zum Beispiel in der Wahlwerbung. Und somit fällt es auch hinein, weil sich Organisationen dem bedienen. Und unten nochmal ein paar Beispiele, was da eben dazu, was man sich 1960 darunter vorgestellt hat. Dieser Folie oder diesem Text aus der Begründungsformel des Gesetzes. Ja, bitte. Du hast ja gesagt, dass die Ähnlichkeit so wichtig ist. Das ist so schon ein Hakenkreuz, das ist ja von der Swastika gekommen. Ist es Swastika verboten? Ja, es kommt da schon immer auf den Verwendungszusammenhang drauf an, aber im Grunde ja. Also wenn das Hakenkreuz eingelassen ist in einen Tisch in einem, ja, es kommt auf den Zusammenhang drauf an. Wenn es eine andere Herkunft hat als mit einem klaren nationalsozialistischen Bezug, dann nicht, aber im Grunde ist das Symbol verboten, ja. Genau, hier nochmal zur Überlegung, warum man überhaupt die Vorstellung hat, dass man Symbole verbieten will. Und der Bundesgesetzgeber führt eben hier aus, dass diesen Abzeichen, diesen nationalsozialistischen Abzeichen, eben eine propagandistische und den Geist der Organisation verpflanzende Wirkung zuspricht. Das heißt, das klingt natürlich ein bisschen metaphysisch, aber für die Propaganda, insbesondere ja, Bilder wirken, Fahnen wirken, diese Symbole wirken und der Gesetzgeber wollte eben diese Anwesenheit oder dieses weitere Verbreiten dieser Symbole verbieten. Es ist aber auch erkennbar, auch aus der Begründungsformel, dass es da einerseits auch um das Ansehen im Ausland geht. Das heißt, 1960, wie das Gesetz geschaffen worden ist, hat man sich noch trotzdem immer ein bisschen unter alliierter Kontrolle oder Kontrolle der Nachbarländer gefunden, quasi, dass man überprüft wird, ob Österreich ausreichend gegen diese Symbole vorgeht, insbesondere wenn bei Aufmärschen eben weiterhin Hakenkreuz-Abzeichen getragen worden sind und die Politik oder die Exekutive dann sagen musste, naja, es gibt kein Gesetz dagegen. Das heißt, man hatte da immer einerseits eben das Ansehen im Ausland beziehungsweise das Ärgernis von Zeitungen, von Medien, von Opferverbänden, die das eben dann kritisiert haben, dass diese Symbole weiterhin gezeigt werden kann. Genau, man sieht hier, das habe ich vorher schon angedeutet, im Abzeichengesetz eben die Verbindung dieser beiden Gesetze. Das heißt, im Abzeichengesetz heißt es, Abzeichen einer in Österreich verbotenen Organisation sind verboten. Das heißt, im Abzeichengesetz steht nicht per se drinnen Nationalsozialismus oder NSDAP. Das könnte jede andere Organisation auch verboten sein. Aber es gibt in Österreich nur die NSDAP und ihre Teilorganisationen als verbotene Organisation. Und somit ist das ein klarer Verweis auf das Verbotsgesetz, aber eigentlich eine offene Formel. Und diese Symbole dieser 50 nationalsozialistischen Organisationen fallen da rein. Würde es jetzt ein anderes Bundesgesetz geben, in dem drinnen steht, diese oder jene Organisation wird verboten, dann würde auch das Abzeichengesetz für diese, für,
für diese gelten. Das ist eine offene Formulierung. Bitte. Wie verhält es denn mit Organisationen, die als terroristisch eingestuft werden? Die sind dann nicht mitgenommen? Die sind dann nicht mitgenommen, weil sie nicht verboten sind. Es gibt zum Beispiel, das kommt dann später beim Symbolegesetz, es gibt die EU-Terrorliste, also durch Rechtsakte der EU verbotene Vereine, Organisationen, Körperschaften und so weiter. Aber die sind nicht auslösend, um das Abzeichengesetz anwenden zu können. Die spielen dann eine Rolle beim Symbolegesetz, wo wir dann als nächstes hinkommen. Genau. Ich habe da nochmal raufgeworfen, drei Seiten aus dem sogenannten Organisationsbuch der NSDAP. Das ist mehrfach aufgelegt worden, weil natürlich im Laufe des Nationalsozialismus immer mehr Organisationen dazugekommen sind und insbesondere mehr Orden und so weiter dazugekommen sind. Das ist die letzte Auflage, die es gegeben hat, 1943. Da sind auch nicht alle Organisationen drinnen, die es je gegeben hat, aber dann schon sehr wesentlich, eine wesentliche Anzahl. Sie sehen rechts die wichtigeren Abzeichen der NSDAP, also der Hauptorganisationen, und links alleine die zwei Folien links, also links und in der Mitte, alleine sämtliche Abzeichen, die der Reichsarbeitsdienst, auch eine NSDAP-Organisation, je verliehen hat. Und wie soll man sagen, da fällt dann schon sehr viel darunter und Sie sehen auch insbesondere auf der Seite sehr viele verschiedene Runen, die eben in nationalsozialistischen Symbolen verarbeitet worden sind. Also Sie sehen da verschiedene, ich nenne das jetzt Pfeile, es sind Pfeile, aber es ist auch irgendeine germanische Rune, die einzelne S-Rune, da unten die Lebensrune. Und dadurch, dass diese Symbole hier aufgeführt werden als Symbole, die eine nationalsozialistische Organisation verwendet hat, dadurch werden diese Symbole verboten und jede Abwandlung davon. Bitte. Genau. Ja, das ist ein schwieriger Punkt. In der Auslegung, beziehungsweise einfach in der Frage, wo es keinen Kläger gibt, da setzt das dann auch niemand durch. Insbesondere auf Friedhöfen hat man oft die Frage, ist das ein öffentlicher Raum, sehen das genug Leute, wer ist die Friedhofsverwaltung, wie sieht die das? Und insbesondere der Vorgang von einem Grab, verbotene Symbole, die es sind, abschlagen zu lassen oder konfiszieren zu lassen, führt in einen Problembereich der Pietät und darum wird meistens davon Abstand genommen. Also wenn es Hakenkreuze sind, dann werden die meistens überklebt oder der Grabstein beschlagnahmt, was schon ein bisschen gröberes Problem ist. Bei Lebensrunen oder Todesrunen wird meistens nicht eingeschritten, weil es den zuständigen Behörden bzw. der Friedhofsverwaltung zu mühselig ist. Und es auch oft niemanden gibt, dem die Strafe zugestellt werden kann, weil der begraben ist, vielleicht den Grabstein in Auftrag gegeben hat, ja nicht zustellberechtigt ist. Bitte. Ja, das ist die Wichtigkeit, ich war jetzt in einem Friedhof, auf vielen Steinen steht, melden Sie sich bei der Friedhofsverwaltung, Ihr Benutzungsrecht läuft aus. Das ja. Klar, vielleicht bezahlt man es aus dem Nachlass von dem Verstorbenen, aber de facto ist er irgendwer Besitzer, wenn die können ja auch zum Beispiel geklagt werden, macht es im Umfeld oder so. Also natürlich, da bin ich ganz bei dir. Es ist es gibt die Geschichte, ist in der Zeitung nachzulesen, es hat 12 Jahre gedauert, dass ein Hakenkreuz am Grazer Zentralfriedhof, ich glaube es war ein städtischer Friedhof, bis das entfernt worden ist. Das hat 2002 der Standort das erste Mal aufgedeckt und 2014 ist er dann übergelegt worden. Also das ist ein Hinweis, ja, wenn das Grabrecht ausläuft, dann ist das ein größeres Interesse für die Friedhofsverwaltung, wie wenn da ein Hakenkreuz drauf ist. Ähm,
Dann noch ganz kurz, vielleicht nochmal angedockt an die Frage mit dem Keller und da eben der Öffentlichkeit. Es dürfen eben diese Symbole öffentlich nicht getragen werden, nicht zur Schau gestellt werden, nicht dargestellt werden und verbreitet werden. Zu diesem Verbreiten zählt auch der Verkauf dazu. Das ist ganz relevant für die Flohmärkte, wo ganz viele Wehrmachtshelme mit Hakenkreuz drauf und so weiter, Orden, Mutterkreuze insbesondere verkauft werden. Und dieses Feilbieten, dieses Anbieten zum Verkauf stellt eine versuchte Verbreitung tatsächlich dar. Auch im Internet gilt das natürlich, aber bekanntlicherweise ist das die Strafverfolgung im Internet ein Problem. Bitte. Ist nur der Verkauf illegal oder auch das Kaufen? Das Anbieten schon alleine. Okay, aber wenn man es kauft, ist es dann strafbar. Nein, wenn nach dem Kauf, wenn man es gleich einsteckt, macht man es nicht mehr strafbar, weil es nicht mehr verbreitet wird. Bitte. Ich wollte ganz kurz erzählen, ein Freund von mir aus München, da gibt es ja den größten Flohmarkt auf der Theresienwiese, wo es ein Oktoberfest ist, riesig groß, 40.000 Leute und so. Und die haben sich denen den Spaß gemacht, rumzulaufen und ganz viele Standorte anzuzeigen, beziehungsweise die Polizei zu sagen, wer alles im SG-Nationalen verkauft, weil da nur viele diesen Standort jahrelang unter der Hand halt, weil man auch so gerne Porzellanregels mit Hakenkreuz drauf, aber die sind dann, haben das eingestellt nach ein paar Jahren, weil ja. Leute das gemeldet haben. Ja, Flohmärkte sind wirklich ein relevanter Punkt, wo eben diese Symbole dann tatsächlich, muss man sich vorstellen, es gibt jeden Wehrmachtsorden oder SS-Orden, gibt es nur einmal. Es hat zwar eine Phase der Nachprägung gegeben, aber diese materiellen Überbleibsel werden ständig in Kellern oder auf Dachboden gefunden und landen am Markt, weil es sie einfach gibt und weil man 50 Euro oder 200 Euro damit machen kann. Das heißt, diese Gesetze machen schon Sinn, auch jetzt noch, auch wenn es uns ein bisschen komisch vorkommt, dass wir jetzt auf die Jagd nach diesen Symbolen gehen, weil die Wahrscheinlichkeit der Widerrichtung der NSDAP und des Dritten Reiches in der Form zumindest sehr, sehr, sehr gering ist. Nichtsdestotrotz, das Verschwinden dieser Symbole ist trotzdem ein Ziel und darum müssen eben auch am Flohmarkt genau hingeschaut werden. Die Stadt Wien macht das mittlerweile sehr gut, aber es gibt natürlich auch in Tulln und am Attersee Flohmärkte, wo da nicht so genau hingeschaut wird. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es eben auch eine sehr effektive Ähnlichkeitsbestimmung gibt, die tatsächlich schon direkt aus dem Wissen von 1960, dass sich nationalsozialistische oder neonazistische Organisationen sehr, sehr leicht spielen, Symbole übernehmen, leicht verändern, aus dem Kontext reißen, neu zusammensetzen. Hier habe ich eben ein Beispiel angeführt. Und schon im Gesetz, das Gesetz nimmt eben sehr stark und sehr effektiv im Grunde auf diese Möglichkeit der minimalen Veränderung Bezug. Also hier ist das Gesetz sehr gut geschrieben, sehr effektiv geschrieben. Und es macht fast keinen Sinn, ein Symbol leicht zu verändern, weil es eben leicht erkennbar, wie eben bei diesem Beispiel, als Ersatzsymbol zu erkennen ist. Und genauso unter die Strafbarkeit fällt, eventuell sogar, also nicht mehr, aber für den Polizisten oder die Person, die das bemerkt, sogar vielleicht noch mehr, weil ja quasi ein innerer Wille dazugehört, dieses Symbol selbst zu gestalten, als es nur schon fix fertig zu verwenden oder sich anzustecken. Das bedeutet aber auch, und damit anschließend als das, was ich quasi als erster Satz gesagt habe, es gibt keine taxative und vollständige Liste aller verbotenen Symbole, weil es ja unendliche Variationen der feststehenden verbotenen Symbole gibt. Und das ist natürlich für die Exekutive oder in der Praxis ein Problem, dass es nicht einfach eine Liste gibt, wo man nachschauen kann, aber ist eben dem Umstand geschuldet, dass wenn es eine taxative Liste geben wird, dann würden sich Mittel und Wege finden, das Verbot zu umgehen. Es gibt dann noch sehr sinnvolle Ausnahmen, wo eben eine Strafbarkeit nicht mehr gegeben ist. Das sind einerseits Druckwerke, Abbildungen,
Aufführungen wie Film und Theater oder Ausstellungen und andererseits Orden und Ehrenzeichen. Zu den ersten Beispielen, das wird eben im Ausnahmeparagraf so formuliert. Keine Anwendung auf Druckwerke, bildliche Darstellungen, also Ablichtungen, Aufführungen in Bühnen- und Filmwerken sowie Ausstellungen. Aber immer mit der Ausnahme, wenn nicht das Ideengut der NSDAP, der verbotenen Organisation, wachgerüttelt wird. Das heißt, man kann nicht ein, und das hat es tatsächlich gegeben, ein Museum gründen, kann das anräumen mit Hitlerstatuen und kann dann sagen, ja, das ist ein Museum, das ist eine Ausstellung, kommt alle, zahlt es Eintritt. Das ist eben nicht vorgesehen. Also darum diese, wie sie juristisch formuliert, doppelte Ausnahme. Aber genau deswegen ist das so. Natürlich auch die bildliche Darstellung, weil auch jedes Symbol, was ich hier zeige, ist ja eine bildliche Darstellung. Ich mache mich nicht strafbar, das Ihnen und euch zu zeigen. Und genau das ist die Ausnahme, die hier vorgesehen ist. Das heißt, zum Zweck der Aufklärung, zum Zweck etwas darüber zu lernen und um sich fortzubilden, ist das eben auch vorgesehen. Man sieht das tatsächlich hier in, ich weiß nicht, ob man es groß genug sieht, in dieser Ausstellung über die Geschichte des Nationalsozialismus, ist das Hakenkreuz auf der Fahne tatsächlich auch nur aufgeklebt, weil das Original schon wieder mehr ein Problem wäre. Aber die Abbildung, die bildliche Darstellung, wie es eben heißt, sehr viel einfacher ist. Ja, wie gesagt, der Sinn davon ist, dass eben Film und Dokus, Theaterstücke, Ausstellungen möglich sind. Was bedeutet das für den Unterricht? Druckwerke und bildliche Darstellungen sind eben möglich, können jederzeit verwendet werden. Bei den Originalen tue ich mir schwer, das eindeutig zu bestimmen. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Verwendung von Originalen im Unterricht natürlich klar mit der richtigen Intention passiert. Tatsache ist aber, dass da quasi Ausbildung, Volksbildung nicht in den Ausnahmetatbeständen genannt wird. Und es natürlich auch sein kann, dass sich der Gesetzgeber 1960 gedacht hat, naja, er will nicht, dass ehemalige Nationalsozialisten mit ihren eigenen Gegenständen in den Unterricht gehen, die Hitlerbüste auf den Tisch stellen oder die Wehrmachtsorden hinstellen und das als Zeitgeschichte-Unterricht durchgeht. Das müsste man sich überlegen. Bitte. Genau, wegen den Filmwerken. Also mit seinen Ideen, wo es halt nicht wird. Was wäre zum Beispiel der Film, das Buch heißt, wie der war? Kennst du das? Oder? Nein. Es geht darum, das ist so ein theoretisches Konzept, was er da mit dem Krieg überlebt hat und irgendwie 30 Jahre in Zukunft was mit dem Buch wäre. Und es geht da auch ein bisschen, ich finde, das ist sehr, sehr satirisch, sehr sarkastisch geschrieben, aber es wird auch im Film selber, ich weiß nicht, ob das die Szenen sind oder nicht, aber es wird auch im Film, den ich gesehen habe, werden Leute interviewt mit ihren Stellungnahmen oder ähnliches. Also ich habe ein paar Situationen gezeigt, wo also ein Leute, der Mann, das ist Hitler verkleidet, hält und ist ein paar, sag mal, ein paar interessante Themen angesprochen werden, und das ist nicht nur, dass nicht immer eindeutig die Message rüberkommt, sag ich mal. Okay. Das ist halt auch ein gutes Lokal, ich habe es Grundsätzlich, also in der Abwägung von Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Medien und so weiter, wohin diese Ausnahmebestimmung sicher sehr weit geht, ist das sicher gedeckt, eben mit dem Rückverweis auf, wenn nicht das Ideengut der NSDAP wirklich vertreten wird. Also da ist die Grenze sicher, die Latte sehr hoch zu setzen, und es ist sehr viel möglich im Film oder in Theaterstücken, in Aufführungen und so weiter, wenn das nicht ganz klar ein Propagandastück oder ein Propagandafilm ist, dann ist das sicher möglich. Also solange Meinungen... Zum Beispiel eine kleine Anhängerschaft sich bildet,
Ja, aber wenn es nicht, wenn es nicht im... Also das Ding ist, dass der Film schon sehr viel mit Originalaufnahmen arbeitet. Einerseits von Pegida und andererseits wird auch irgendwie ein Treffen von einer rechten Gruppierung besucht. Und also das sind schon, das ist genau diese Grenze zwischen was ist Satire, was ist Kunst und was ist eigentlich bittere gesellschaftliche Realität. Weil dieser Schauspieler, der Hitler spielt, dann vom Brandenburger Tor steht und eine Rede hält und da Leute applaudieren, ist es natürlich eine Zustimmung und Gutheißung von nationalsozialistischen Gedankengut, wobei man auch dazu sagen muss, das Ganze spielt in Deutschland, wo nochmal andere Gesetze gelten. Aber damit so die Originale, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ahnenpass habt, ist das dann eine Grauzone, dass ich das meine Schüler zeigen will? Das hat ja eine ganz andere Wirkung, wenn ihr Dokumente wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass das schon wichtig ist für Schüler, dass die was auffassen können, was wirklich ein Dokument, ein Zeitdokument ist. Bin ich ganz bei dir, dass wir ausgenommen durch das Druckwerk als quasi Flachware, als Buch, als Pass, als Ausweis und so weiter. Aber für alle anderen, also bei einem wirklichen SS-Symbol, bei einem was weiß ich was, SS-Ring zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher, wie das jetzt nach dieser rein juristischen Definition zu interpretieren wäre. Und im Zweifelsfall würde ich es mit einer Abbildung machen. Weil, ja, der Gesetzgeber hat sich vorgestellt, von diesen Dingen geht eine besondere Wirkung aus. Jetzt steht das natürlich im Missverhältnis mit dem, was du genau gesagt hast, mit dem dadurch erfährt es Wichtigkeit und Anschaubarkeit und bleibt vielleicht bei den Schülern und Schülerinnen mehr hängen. Aber gleichzeitig sieht das Gesetz eben vor, dass von diesen, genau von den Originalen eben eine besondere Wirkung ausgeht, die er eben verbietet. Aber dann haben wir jetzt Druckwerke, mein Kampf ist ja verboten, oder? Das kommt darauf an, was man damit macht. Also, aber es ist ja kompliziert. Und jetzt im Bereich des Abzeichengesetzes überhaupt nicht, weil das, selbst wenn das Hakenkreuz darauf angebracht ist, es eben als Druckwerk gilt. Es kommt darauf an, was man damit tut. Wenn man es im Regal stehen hat, ist es, soweit ich das übersehe, nicht strafbar. Aber sobald es quasi verwendet wird, um irgendwie nach außen zu gehen, dann ist es sofort, fällt es unter die Strafnorm. Da hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein? Ja. Das fällt auch unter die, also und das ist definitiv verboten, das fällt einfach unter den Paragraph 1, das ist eine Zurschaustellung eines... Eine Hakenkreuzschmiererei oder ein, was tatsächlich im Gesetz vorkommt, also das hat es früher gegeben, ist auf der Uni viel verwendet worden, das waren so kleine Zettel, wo einfach ein Hakenkreuz drauf war, dann ist jemand auf die Empore raufgegangen, hat das ausgestreut und überall sind Hakenkreuze gelegen, also diese kleinen Streuzettel, genauso wie eine Späherei oder eine Ritzerei, fällt unter das Gesetz, also ist verboten. Nicht nur, dass es entfernt werden muss, von der Uni oder von wem auch immer. Aber es ist strafbar, das darzustellen, weil es wäre eine Darstellung. Aber ich verstehe nicht, was das jetzt unterscheidet. Die bildliche Darstellung ist zum Beispiel das. Das ist es wird durch ein Bild oder durch eine Grafik, durch einen Druck, wird das verbotene Symbol dargestellt. Genau, dann ist es, ja. Und vielleicht ein Zusammenhang davon. Weil, und den Zusammenhang zum Ausdruck und das Aufhängen genau. Der Schlauch. Genau, es muss irgendwie so eine Situation. Auf die Intention kommt es nicht drauf an. Also das Hakenkreuz geritzt oder gesprayt und so weiter ist keine bildliche Darstellung.
nur, wenn du ein Foto davon machen würdest, dann wäre es wieder eine bildliche Darstellung des verbotenen Symbols. Aber die als an der Wand wäre es verboten. Es ist keine bildliche Darstellung. Bildliche Darstellung ist immer nur die Ablichtung oder der Druck vom ursprünglichen Symbol. Ich mache ein Bild davon. Wenn man jetzt ein Foto von einem Hakenkreuz nimmt, weiß ich, oder Hitler mit einem Hakenkreuz im Hintergrund und dann postet das 20 Mal nebeneinander auf der Straße. Okay. Dann wäre das eine, dann wär das eine bildliche Darstellung und wäre nicht verboten. Was? Aber das ist doch nicht verboten. Wenn es dann nicht unter Verantwortung ist, nein. Also kann man sich überlegen, das ist. Ich habe das Beispiel gebracht, das ist, wenn es zu einem Verbotsgesetzverfahren kommt, dann können verschiedene Indizien oder verschiedene Tathandlungen herangezogen werden, die da dazu zählen. Aber jetzt nur mit dem Aufkleben von diesen Bildern von Hakenkreuzen, um das Gesetz zu umgehen, alleine wäre wahrscheinlich keine Wiederbetätigung. Aber müsste man antreten. Bitte. Zum Beispiel die Intention wäre, dass man, also wenn die Intention Wiederbetätigung wäre, dann wäre es trotzdem eine Strafe. Doch, dann wäre es strafbar, weil die Intention die Wiederbetätigung ist und die ist strafbar. Die Wiederbetätigung, aber dann ist es ein Hinweis also, auf. Du müsstest sowieso vorher mal darstellen, ob es wäre überhaupt oder wenn jetzt wäre, wie vorhin das Beispiel war, irgendein Druck oder irgendwelche Darstellungen von einem Hakenkreuz, wo auf der Straße aufhängt, dann müssen wir sowieso nicht schauen, was die Person damit überhaupt machen. Genau, aber das wird dann quasi in die viel höhere Strafe des Verbotsgesetzes reinfallen. Dann wird es eine Ermittlung geben, wird man herausfinden, was die Person sonst so mit seiner oder ihrer Tagesfreizeit anfängt. Man wird vielleicht andere Dinge draufkommen und dann ist das eines von verschiedenen Dingen, die zu einem Verbotsgesetzverfahren mit dem Vorwurf der Wiederbetätigung führen könnte. Okay, das heißt, wenn die Person jetzt einfach höher, wenn man dann draufkommt, die Person jetzt aufhängen oder irgendwann nicht bekommen, dann wäre das jetzt nicht verboten. Genau, dann wäre es, wenn es. Dann wäre das nicht verboten, weil es die bildliche Darstellung dieser verbotenen Symbole erlaubt ist. Bitte? Also ich glaube, dass da auch diese Seriode waren sich weil jetzt sagt, okay, also wie er den Zeichen, und es ist jetzt so, dass ich habe jetzt ein Zeichen oder ein Symbol und das steht da was. Das ist ja zum Beispiel eine Sprache ganz ähnlich. Wenn ich sage, okay, das ist der Mond, dann ist das ja ein Wort und das steht für ein bestimmtes Ding in der Natur. Man kann einfach ein der Mond ist die Sonne, dann ist das ja so funktioniert das Sprache. So ist es auch bei den Symbolen. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich spreche ein Symbol aktiv an die Wand, dann habe ich damit impliziert diese Tätigkeit. Und wenn ich jetzt so jemanden da, wo ich Symbol selber nur mehr abbilde, dann ziehe ich eine Metaebene ein. Und das ist einfach eine ganz dasselbe, glaube ich. Das ist eine vorzügliche Antwort und Erläuterung, der ich nichts hinzuzufügen habe. Dem schließe ich mich an. Vielleicht kann man auch diese Beispiele aus Deutschland bringen, wo teilweise Menschen Prozesse hatten wegen diesen halte deine Umwelt rein Aufklebern, wo ein Hakenkreuz in den Mistkübel geworfen wird und weil das Hakenkreuz die Darstellung davon verboten ist, dass dann wirklich ausjudiziert worden ist, wie viel Prozent von diesem Hakenkreuz erkennbar sein müssen, damit das strafrechtlich relevant wird und dass selbst der offensichtliche Bruch mit der Symbolik teilweise nicht ausgereicht hat, um Menschen davor zu schützen, nicht wegen diesen Paragraphen Probleme zu bekommen. Weil das jetzt das zweite Beispiel aus Deutschland war, ein kurzer Disclaimer. Die Rechtslage in Deutschland ist tatsächlich ganz anders. Also der gesamte Stufenbau
Verbot, Organisationen, Vereine, verfassungs- oder gegen das Grundgesetz, verfassungsfeindlich etc. Und auch das Symboleverbot ist gänzlich anders aufgebaut. Und das führt insbesondere in der Recherche dann oft zur Verwirrung, weil das Problem der gemeinsamen Sprache, des geteilten Sprachraums, schlägt sich halt auch auf die Google-Suche aus. Verbotenes Symbol, wenn man nicht dazu schreibt, in Österreich, führt einfach zu einer langen Liste von verbotenen Symbolen, die aber für Österreich überhaupt keine Rechtsfolge haben. Also man muss hier stark schauen. Wenn es um rechtsextreme Codes geht, dann ist es gleich, weil rechtsextreme Codes sind in Deutschland die gleichen wie in Österreich. Aber verbotene Symbole sind in Österreich sehr viel anders als in Deutschland. Und da gibt es wirklich sehr, sehr oft Verwirrung dazu. Die Gründe, warum das Abzeichengesetz 1960 eingeführt worden ist, möchte ich noch kurz ausführen, weil ich es tatsächlich jetzt für eigentlich vergangenheitspolitisch oder geschichtspolitisch ganz spannend finde, wie eben solche Gesetze entstehen, was es da für Debatten dazu gegeben hat. Grundsätzlich hat es drei Gründe gegeben, warum es 1960 zum Beschluss des Abzeichengesetzes gekommen ist. Das eine war, der Verwaltungsgerichtshof hat 1954 eine Verordnung aufgehoben, in der geregelt war, wer Uniformen tragen darf, wer Orden tragen darf. Das betrifft einfach generell den öffentlichen Raum, nicht nur Polizisten und Soldaten, sondern wer sich einen Orden anstecken darf. Das war geregelt in einer Verordnung, die das BMI herausgegeben hat. Und der VfGH hat gesagt, naja, das ist keine Rechtsgrundlage, weil das ein Gesetz war, was vor 1920 erlassen worden ist. Man sieht also, der Verfassungsgerichtshof, der ja gerade Geburtstag gefeiert hat, hat eine lange Tradition in der Aufhebung von Regierungsverordnungen. Das ist nicht nur jetzt während Corona so. Das heißt, hier hat es eine Regelungslücke gegeben. Man hat nicht gewusst, wer darf eigentlich was anziehen. Und 6 Jahre ist eben diese Lücke offen geblieben und hat zu einigen Problemen geführt. Das zweite war, dass die tatsächlichen nationalsozialistischen Orden während Aufmärschen, insbesondere bei Begräbnissen, getragen worden sind. Und das war ein Punkt, was einerseits die Presse, sowohl im Inland als auch im Ausland und auch die Opferverbände, die Lagerverbände, Mauthausen etc., stark kritisiert haben, dass hier eben, wenn ein Politiker oder Offizier oder Soldat begraben wird, dass hier dann ganze Hundertschaften von Soldaten und Kameraden aufmarschieren und alle ihre Orden tragen. Und all diese Orden haben auch das Hakenkreuz drauf. Das heißt, hier eben eine, wie dann unterstellt wird, ein nationalsozialistischer Aufmarsch in Form einer Begräbnisfeier stattfindet. Und das Dritte eben, dass diese NS-Symbole oder Varianten davon in den damals aufkommenden ersten neonazistischen Vereinen, neofaschistischen Vereinen oder Parteien verwendet worden sind. Ich habe Ihnen zwei Bilder dazu gegeben. Das eine ist eben so eine Kameradschaftsfeier, so eine Begräbnisfeier. Ich glaube, es ist tatsächlich vom Ulrichsberg und man sieht eben diese Ritterkreuzträger mit dem Ritterkreuz um den Hals, mit dem Hakenkreuz drauf. Und unten eine Wahlveranstaltung, ich glaube, steht 1976, der Nationaldemokratischen Partei, nicht zu verwechseln mit der NPD in Deutschland, die später dann auch verboten worden ist, die eben, das ist dann nicht dazu montiert, sondern ist tatsächlich die Fahne, die hinter diesem Parteienvertreter, ich glaube, es muss der Norbert Burger sein, aufgestellt war. Und man sieht, ja, das ist eine direkte Anleihe an das Ensemble des Hakenkreuzes, roter Grund, weißer Kreis und eben eine schwarze Rune. In dem Fall ist es eben die Lebensrune. Und tatsächlich wurde damals sehr ausführlich gegen diese Parteigründung und gegen die Verwendung dieser Lebensrune vorgegangen. Und tatsächlich muss man der Partei und dem damaligen Parteienfunktionären dankbar sein, weil sie diese Verfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof hinaufgetrieben haben und dass die
ersten wesentlichen Urteile sind, die das Abzeichengesetz dann eben bestätigt haben, dann in den 70ern und 80ern. Aus diesen Gründen, aus diesen drei Gründen wird eben dieses Gesetz beschlossen. Es gibt dann noch eine interessante Ausnahme, die eingebaut wird. Im ersten Gesetzentwurf hat es geheißen, dass tatsächlich alle Orden und Ehrenzeichen, auch die Abzeichen des ehemaligen Großdeutschen Reiches, verboten worden wären. Diese Formulierung ist rausgestrichen worden. Man weiß heute nicht genau, warum. Meine Vermutung ist, durch die Intervention der Soldaten, Heimkehrer und Veteranenverbände auf die ÖVP, auf die SPÖ wahrscheinlich weniger, hat ausgereicht, dass damals das rausgestrichen worden ist. Es hat dann dazu geführt, dass die Orden mit Hakenkreuz nicht mehr getragen werden dürfen. Sie dürfen aber getragen werden, wenn das Hakenkreuz, das darauf zu sehen ist, dauerhaft entfernt ist, das heißt rausgefeilt oder rausgebrochen worden ist. Das führt zu einer sehr komplizierten Unterscheidung zwischen eben Nazi-Orden ohne Hakenkreuz, die erlaubt sind, Nazi-Orden ohne, mit Hakenkreuz, die verboten sind. Genau, das zum Beschluss. So schaut das dann eben aus. Also dieses, ich glaube, das Bandenkampfabzeichen mit dem Hakenkreuz drinnen, das wäre zu tragen nicht erlaubt. Das mittlere Symbol hat von Haus aus kein Hakenkreuz, das heißt, es ist erlaubt, obwohl es ein Orden der Wehrmacht war. Und ganz rechts sieht man so ein Beispiel, die sind wahrscheinlich ganz schlecht, aber da unten ist eigentlich das Hakenkreuz, das hat man mit, also sieht was, Fleischpapier herausgekratzt und dadurch ist es auch nicht mehr verboten, weil das verbotene Symbol nicht mehr zu sehen ist. Zur Frage, warum gibt es keine taxative Liste, wo all diese Symbole drauf sind, ist tatsächlich einfach eine Abwägungsfrage. Der Hauptgrund wird wohl sein, die hohe Anzahl der verbotenen Symbole. Das wird dann nicht eine Liste, sondern ein kleines Büchlein der verbotenen Symbole. Das macht wenig Sinn. Darum hat man das vielleicht ausgelassen. Außerdem eben die Ersatz- oder die Ersatzbestimmung, was es dann eben unmöglich macht, alle abzudrucken. Der Nachteil ist, insbesondere in der polizeilichen Praxis, wie soll der Polizist oder die Polizistin, die in Tulln auf dem Flohmarkt geht und irgendwelche Symbole erkennt, die er oder sie noch nie gesehen hat, ich habe da rechts ein bisschen hingeworfen, ein paar, wie sollen die erkennbar sein? Also es setzt sehr, sehr hohes historisches, nicht nur Bewusstsein, aber auch Wissen voraus, das erkennen zu können, erkennen zu wollen und überhaupt sich den Verhör anzutun, dagegen einzuschreiten. Also das ist so ein bisschen die Abwägung in der Praxis. Genau, sehr wünschenswert aus meiner Sicht wäre, dass es einen neuen Erlass zum Abzeichengesetz gibt, wo ein paar Beispiele, insbesondere aus der aktuellen historischen Forschung, eingebaut werden. Das ist tatsächlich eine alte Liste, die auch irgendwann aus den 70ern stammt, wo die wichtigsten Symbole gesammelt werden. Und sowas könnte man quasi adaptiert und insbesondere in Farbe auch in einem aktuellen Erlass herausgeben. Das würde es schon besser machen. Damit komme ich zum Symbolegesetz. Auch sprachlich nochmal der Hinweis, das Abzeichengesetz bezieht sich auf nationalsozialistische Symbole. Das Symbolegesetz bezieht sich auf eine andere Gruppe von verbotenen Symbolen. Also immer auf den sprachlichen Unterschied achten. Ende 2014, Sie können sich vielleicht erinnern, das war die Zeit, wo der Islamische Staat, das Kalifat ausgerufen worden ist. Jedes Schulkind hat, zumindest in der medialen Wahrnehmung ist das so dargestellt worden, ein Enthauptungsvideo und IS-Fahnen auf Häusern, Kirchen, Gedenkstätten und so weiter am Handy. Und der Staat und die Gesellschaft hat eine Notwendigkeit gesehen, gegen diese IS- und Al-Qaida-Videos und Fahnen und Bilder vorzugehen. Und es wurde eben so gelöst, das Terrorsymbolegesetz zu beschließen.
In der endgültigen Fassung hat es dann nicht mehr Terrorsymbolegesetz geheißen, sondern nur mehr Symbolegesetz. Das ist eben 2014 beschlossen worden. Bezogen hat sich das ausschließlich auf, wie schon gesagt, Islamischer Staat und Al-Qaida. Der Beschluss des Symbolegesetzes wird oft in der Literatur selbst als Symbolpolitik bezeichnet. Das Gesetz wollte eigentlich nicht wirklich etwas strafen. Darum ist es auch logistisch gesehen nicht wirklich ein gut geschriebenes Gesetz, aber es hat einfach auf diesen gesellschaftlichen Druck, auf diesen sozialpolitischen und rechtspolitischen Druck reagiert, dass man gegen IS-Fahnen etwas unternehmen muss. Und die damalige Innenministerin Mikl Leitner hat dieses Problem eben mit diesem Gesetz so gelöst. Der Gesetzgeber hat es gelöst, aber genau. Im ersten Moment eben nur Islamischer Staat und Al-Qaida verboten. Im größten Teil ist es ein Klon des Abzeichengesetzes. Das heißt, man hat sich angeschaut, na, wie haben wir das bei den NS-Symbolen gelöst? Okay, das ist die Vorlage und zum größten Teil die Systematik des Gesetzes ist übernommen worden. Interessanterweise hat man verzichtet, eine Ähnlichkeitsbestimmung reinzugeben. Und der wichtige Unterschied ist, es gibt eine taxative Aufzählung der verbotenen Symbole. Ich habe die jetzt schon rechts da, daneben gestellt. Das heißt, hier hat man die Formulierung und den Aufbau des Gesetzes verändert und hat nicht gesagt, die Symbole dieser Organisationen, Vereine, Gruppierungen ist verboten, sondern man hat es ins Gesetz geschrieben, damit man eine Gesetzesgrundlage hat, aber die Symbole konkret werden über Verordnung des Innenministers, des Innenministeriums verboten. Da gibt es dann eine dreiseitige Wordliste, da hat irgendjemand nach etwas Recherche, nicht allzu viel Recherche, eben die gängigsten Symbole, die damals zu finden waren, hineingepackt, hat das kurz beschrieben und die sind verboten. Und wieder der Vergleich Vorteil-Nachteil. Es gibt keine Ähnlichkeitsbestimmung. Das heißt, wenn in dieser Fahne ist der Hintergrund schwarz, wenn ich ihn grün oder dunkelgrau mache, ist das Symbol schon wieder nicht verboten. Das ist der Nachteil der taxativen Liste. Der Vorteil der taxativen Liste ist, jeder Polizist kann, wenn er in die Schule geht und das kontrollieren will, beziehungsweise wenn es einen Verdacht gibt und er das überprüfen muss oder sowas, kann den tatsächlichen Sachverhalt mit einer Liste vergleichen und es gibt kein Rätselraten und man muss keinen Experten, keine Expertin beiziehen, um sich das herleiten oder gar übersetzen zu lassen. Es geht auch einfach so. Auch im Gesetz fällt auf, dass es sehr stark auf elektronische Kommunikationsmittel abstellt, was im Grunde egal ist, ob ich etwas in einem Buch mache oder am Handy mache, ist im Grunde gleich. Aber hier ganz stark, um eben zu zeigen, in einem 2014 beschlossenen Gesetz ist man möglichst am Zahn der Zeit, steht eben elektronische Mittel drinnen. 2018 ist das Symbolegesetz verändert worden und stark erweitert worden zu den IS-Symbolen. IS- und Al-Qaida-Symbolen sind, ich habe es da aufgeführt, eben auch die Organisationen Muslimbruderschaft, Graue Wölfe, PKK, Hamas, der militärische Arm der Hisbollah, die Ustaschar und alle Gruppen, die durch Rechtsakte der Europäischen Union verboten oder sonst wie verboten worden sind, fallen da darunter. Die Systematik bleibt wieder gleich. Der Gesetzgeber beschließt, okay, die Symbole dieser Gruppen sind verboten. Das Innenministerium sucht sich auf Wikipedia zusammen, welche Symbole das sind und packt die in ein Word-Dokument, das eben als Verordnung herausgeht. Und diese Symbole sind dann verboten. Ich weiß nicht, ob Sie mit all diesen Organisationen vertraut sind. Ich will da auch nicht ins Detail gehen. Hinweisen möchte ich darauf, dass es, und kritisieren möchte ich, dass es hier eine Vermischung von historischen, von historischen und aktuellen Gruppierungen und Organisationen sind, also Organisationen, die einmal irgendwo Terrorakte gesetzt haben und Organisationen, die heute Terrorakte setzen. Organisationen zum Beispiel wie die Ustascha, die seit 1945 einfach nicht mehr bestehen. Es gibt die Gruppierung Ustascha nicht mehr. Insofern kann die auch keine Propaganda oder Taten setzen. Und natürlich auch der ideologische Hintergrund dieser Organisationen ist stark zusammengewürfelt.
Das ist einerseits aus dem Bereich Islamismus, andererseits zumindest zwei rechte Organisationen, die Graue Wölfe und die Ustascher, und eine Organisation, die jetzt dem linken Spektrum zuzuordnen ist, wie die PKK. Bitte. Das ist lustig. Bei der vorigen Folie wollte ich schon fragen nach dem PKK-Symbol verboten. Weil wenn ich auf letztes Jahr vor zwei Jahren eine junge Frau da verboten wurde, oder mehrere Personen sogar, weil die bei einem Aufmarsch am Ring irgendwie Deutschland-Fahne dabei hatten, dann wurde gesagt, dass sie das Porträt von Deutschland jetzt verboten sind, hatten sie auch eine PKK-Fahne. Aber ich glaube, die wurden dann sogar zum Teil verurteilt, obwohl ja sozusagen niemand behauptet hätte hier, sie wären Mitglieder der PKK. Genau, das ist auch ein Problem. Mir ist kein Urteil wegen PKK-Fahne bekannt. Es ist einmal, hat es einen Aufruhr, ich glaube auf Twitter gegeben, dass beim 1. Mai eine Gruppe mitgegangen und die haben tatsächlich dieses Symbol mitgeführt, aber ohne das Rot im Hintergrund, also nur den roten Stern auf gelben Kreis mit grünem Kreis herum und ohne den roten Hintergrund, und dadurch war es schon wieder nicht strafbar. So eine Genau. Also mir ist nicht bekannt, dass es ein Urteil gegeben hätte. Genau, was natürlich auch neu ist, ist, dass Gesten in dieser Liste verboten sind. Also der Hitlergruß ist verboten. Einfach durch die Beschreibung des Hitlergrußes, aber nicht, weil man ein Bild davon hat, wie jemand diesen Hitlergruß ausführt. Das wird man halt tatsächlich helfen. Es bringt die Logik und die Systematik recht durcheinander, in einer Verordnung einfach verschiedene Bilder hineinzuziehen. Und das ist dann eine Rechtsgrundlage für ein Strafverfahren oder ein Verwaltungsstrafverfahren. Bitte. Genau, wie dieser Verfahren, das nur das Rot gefehlt hat. So kleine Striche im grünen Kreis, zum Beispiel in den Kreisen oder so, kleine Striche, ist das schon genug, um sie nicht zu verboten zu verbieten? Das müsste eigentlich ausreichen. Also man macht zum kleinen meisten Punkt in die Ecke, so man macht einen Punkt rein, das ist nicht verboten. Genau. Und das ist natürlich, das ist natürlich im starken Vergleich mit dem Abzeichengesetz, also das Abzeichengesetz liest sich ein bisschen altbacken und ist ganz klar in den 60ern geschrieben worden, aber die Logik zu diese Ersatzsymbole gleich mit zu verbieten und sich dieses Problem zu ersparen, ist da etwas verändert? Ist es der richtige Farbton? Ist es die richtige Strichbreite oder der falsche Winkel? Da kann man natürlich sehr viel Spaß haben. Aber wieder zurück zum Punkt, eigentlich das Symbolegesetz dient vor allem der Symbolpolitik. Das heißt, man will vor allem nach außen und in die Medien kommunizieren, hier passiert etwas. Eine tatsächliche, effektive Verfolgung dieser Symbole oder Personen, die diese Symbole verwenden, bietet das Gesetz eigentlich nicht. Und dann wollte ich noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Die Gruppen an sich, die diese Symbole verwenden, sind nicht verboten. Es sind nur ihre Symbole verboten. Also auch wieder anders wie bei der NSDAP. Die NSDAP ist verboten, deswegen sind ihre Symbole verboten. Die Grauen Wölfe, als Verein oder Idee oder was auch immer, sind in Österreich nicht verboten. Sind nur ihre Symbole verboten, weil es in der Verordnung reingeklebt worden ist. Also das ist auch ein Unterschied in der Systematik. Es hat nicht wie beim Kampf gegen rechtsextremistische Organisationen, neonazistische Organisationen, als erster ein Parteienverbot, Vereinsverbot, Verfolgung der Strukturen gegeben und in Folge sind auch die Symbole verboten worden, sondern ja auch nicht wirklich umgekehrt, aber die Tatsache ist, es gibt kein Gruppen- oder Vereinsverbot, zumindest nicht eins, das auslösend für das Verbot der Symbole ist. Und wie schon 2014 in der Literatur infolge des Gesetzesbeschlusses kritisiert worden ist, ist das eben demokratiepolitisch ein großes Problem und öffnet auch der Willkür, insbesondere der Exekutive, damit meine ich jetzt nicht die Polizei, sondern das Innenministerium, Tür und Tor, weil es muss zwar beschlossen werden, welche Organisation verboten worden wird,
Aber welche Symbole denen zugeordnet wird, dafür gibt es keine parlamentarische Kontrolle mehr. In einer Verordnung kann drinnen stehen, richtig oder falsch, was eben dem zugeordnet wird. Gibt es noch Fragen zu Abzeichengesetz, Symbolegesetz? Bitte. Die Frage war, ob das Lambda, ich nehme an, das Lambda der Identitären, ob das verboten worden ist. Es taucht nicht im Gesetz auf und es taucht nicht in der Verbotsliste auf. Also das ist nicht verboten worden. Dann komme ich da noch zur Frage der rechtsextremen Symbolen, Gesten und Codes im Unterschied zu den verbotenen nationalsozialistischen oder im Symbolegesetz verbotenen Symbolen. Auch hier hat man das Problem, dass das einfach ein unendliches Feld ist. Man könnte 2 Stunden sich nur damit beschäftigen, rechtsextreme Codes, rechtsextreme Farbgebung, Symbole, Symbolik sich anzuschauen. Tatsächlich sehr vielversprechend und spannend, machen wir aber heute hier nicht. Grundsätzlich gibt es, insbesondere dann, wenn man in Richtung Schule schaut, ist der Anwendungsbereich natürlich noch ein bisschen anders. Symbole werden stark aus dem Internet rezipiert und dann später halt von tatsächlichen existierenden Gruppen, zu denen Leute vielleicht Anschluss gefunden haben, aber vor allem einfach sehr viel aus dem Internet. Zu der Vielzahl an Symbolen, die eben als rechte Symbole, aber nicht als verbotene Symbole zu sehen sind, habe ich 2 angeführt. Das eine ist das White Power Kreuz oder das Keltenkreuz. Das ist ein Hinweis, aber es ist nicht verboten. Damit kann man machen, was man will. Rechts daneben ist die schwarze Sonne, die mittlerweile sehr starke Verbreitung und Bekanntheit und Interesse in einschlägigen Kreisen herzieht. Es gibt auch erste Urteile nach Verbotsgesetz, wo Personen eine nationalsozialistische also Wiederbetätigung nachgewiesen worden ist und wo die schwarze Sonne als Beleg und Beweis gezählt wird. Aber man kann nicht davon ableiten, dass es dadurch ein verbotenes Symbol ist. Es ist nur ein zusätzlicher Hinweis auf diese Gesinnung. Dann gibt es natürlich jede Menge Gesten, denn die eine Geste, das dritte Bild habe ich schon angeführt, das ist tatsächlich eine verbotene Geste, aber die 2 anderen, der Kühnengruß und dieses White Power Zeichen, was jetzt sehr oft verwendet wird und auch medial immer wieder darauf hingewiesen wird, dafür gibt es keinerlei Bestimmung. Wie gesagt, das kann man dann medial und politisch kommentieren, aber dafür gibt es keine rechtliche Grundlage, da irgendwie durchzugehen. Diese ganzen Zahlencodes habe ich jetzt auch nur ein paar hingeschrieben. Die sind auch sehr mannigfaltig und eine endlose Liste. Das sind halt meistens irgendwelche Spiele, ein Durchzählen von irgendwelchen bekannten Zitaten, wie viele Wörter sind das oder eben in dem Zusammenhang 1. Buchstabe des Alphabets, 8. Buchstabe des Alphabets, Adolf Hitler, Heil Hitler, Blood and Honor, Combat, ja, und eben White Power und verschiedene Abkürzungen. Die Herkunft dieser Symbole, dieser Codes, dieser Gesten ist natürlich recht unterschiedlich. Nur der geringste Teil sind tatsächlich Umgehungsvarianten, um eben in Österreich nicht unter die Strafbarkeit zu fallen. Das könnte man zum Beispiel bei der schwarzen Sonne noch am ehesten annehmen. Das ist einfach eine Umgehungsvariante, nicht strafbar zu sein und trotzdem seine oder ihre Gesinnung ganz eindeutig zu zeigen. Ganz viel kommt natürlich aus dem deutschsprachigen Raum, wo die Gesetzeslage, wie schon ausgeführt, ganz anders ist. Und natürlich ganz stark aus den USA. Ansonsten würden sich Südstaatenfahne, KKK, den Ku Klux Klan und so weiter
machen ja im österreichischen Kontext überhaupt keinen Sinn, aber als Übernahme aus der dortigen Debatte natürlich schon. Und was es natürlich auch gibt, auch eher im beschränkten Rahmen, sind historische Gruppen im In- und Ausland, also tatsächliche nationalsozialistische oder mit dem Deutschen Reich verbündete Verbände oder Staaten wie die Pfeilkreuzler oder das Ostersche Wappen, wo es dann eben Bezüge gibt, die dann eben meistens nicht verboten sind. Man muss auch stark unterscheiden, die Situation in den 80ern ist ganz anders als aktuell. Die Propaganda, die Verbreitung dieser Symbole findet ganz anders statt. Das ist mehr in WhatsApp-Gruppen. Das ist nicht nur in der Schule, sondern das haben wir auch in der Zeitung gelesen. Das ist auch bei, soll vorkommen bei JUS-Studenten in ihren WhatsApp-Gruppen. Und ja, die Verbreitungswege, die Verteilung, die Verbreitung dieser Symbole passiert einfach ganz anders. Und das stellt natürlich alle Beteiligten vor andere Probleme. Was jetzt den Umgang in Schulen mit Schülern und Schülerinnen in einer Schulgemeinschaft anbelangt, bin ich tatsächlich nicht die berufene Person dazu, irgendwas zu sagen. Mir wurde versichert, das wird noch in anderen Einheiten ausführlich besprochen. Ich finde aber, es ist die Beschäftigung mit der gesetzlichen Grundlage und insbesondere mit den Gedanken, die der Gesetzgeber gehabt hat, um diese Symbole zu verbieten, ist das wesentliche Werkzeug. Alles andere kann man sich aneignen und kann man sich insbesondere Hilfe holen, wenn man eine Frage hat, ist das jetzt verboten oder nicht, ist das dieses oder jenes. Es geht immer um das, um den ersten Schritt, das überhaupt zu erkennen. Und das ist ja dann vor allem eine soziale Funktion, also die dazu zur Frage führt, verwenden Schüler, Schülerinnen diese, aus welchem Grund, mit welchem Ziel verwenden Schüler, Schülerinnen oder sonst jemand diese Symbole? Geht es darum, jemanden herunterzusetzen, herabzusetzen, zu beleidigen? Oder geht es darum, die Provokation zu suchen? Und somit geht es dann auch weniger darum, das Symbol richtig zu erkennen, sondern einfach den Umgang mit diesem, ja, mit dieser gesetzten Tat, mit diesem Symbol und mit den Schülern und Schülerinnen zu finden, ganz abseits von Strafbarkeit und Verbotsgesetz und Abzeichengesetz und Symbolegesetz. Das ist ja dann im Kontext von Schule nochmal ganz was anderes. Sehr gerne möchte ich bewerben eine Broschüre des Mauthausen-Komitees Österreichs. Die nennt sich Rechtsextrem. Verspricht Symbole, Codes, Musik, Gesetze, Organisationen. Genau das ist dann auch drinnen. Die kann man da bestellen. Es gibt tatsächlich nichts anderes Vergleichbares, Sinnvolles. Also einen guten Überblick über die wichtigsten Rechtsrockbands und die wichtigsten Symbole gibt. Sehr praktisch, Farbdruck und so weiter. In dieser Broschüre findet man definitiv Unterstützung, wenn man Fragen hat. Ist sicher auch kein Fehler, die Broschüre zu haben oder in die Schulbibliothek zu stellen. Und für den weiteren Umgang, wenn diese Dinge, wenn es noch Fragen gibt oder wenn Probleme auftauchen, zahlt sich es auf jeden Fall aus, beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, DÖW, nachzufragen. Die haben eine Rechtsextremismusabteilung, beobachten das ganz genau und leiten dann an die, leiten weiter oder beauskunften das. Es gibt den Verein Zivilcourage und Antirassismusarbeit, ZARA. Die machen auch ganz vorzügliche Workshops. Wie der Name auch sagt, geht mehr in Richtung weniger Nationalsozialismus und mehr Antirassismusarbeit, Antirassismus-Schulungen, auch wie man aktiv werden kann. Es gibt den Verein und die Homepage Stopp die Rechten. Die haben sehr viele Informationen online, kann man auch fragen. Und vor allem die Beratungsstelle Extremismus, sowohl wenn es jetzt weniger in den Bereich Nationalsozialismus oder rechte Gruppen geht, sondern vor allem mehr die Gruppen, die jetzt beim Symbolegesetz-Thema waren, Islamismus etc., findet man da sicher die
die nötige Hilfe, Beratung und den richtigen Rat. Ja. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, das mit der Maske ist schon so eine halbe Zumutung. Aber ich hoffe, das ist trotzdem gegangen, sowohl von der Lautstärke und so weiter. Und ja, vielen Dank nicht nur für Ihre Aufmerksamkeit, sondern für das aktive Mitdiskutieren.